Herzlich willkommen, Freunde, zu Was geht? Ich bin's wieder, eure Vero. Das Musikvideo der Woche ist von Charlie XCX mit After the After Party. Der Titel des Songs sagt uns ja schon fast alles. Charlie XCX geht nach der Party zur After Party und dann noch weiter, weiter und weiter. Die kleine Partymaus zeigt sich in ihrem neuen Video als Halloween-Püppchen mit viel pinkem Kunstblut und Zombie-Freunden. Aber was will sie uns jetzt damit genau sagen? Vielleicht, dass generell nach jeder verdammt guten Party alle wie Zombies aussehen und man sich nach einem langen Trip so fühlt wie in diesem Video. Mit dabei ist auch Rapper Lil Yachty, der mit seinem Rap dem Popsong noch das nötige Etwas gibt. Charlie XCX postete auch ein Instagram-Bild, wo sie zu sehen ist mit Lil Yachty auf der Couch aus dem Musikvideo. Und dort bedankt sie sich bei jedem Einzelnen, der sie dabei begleitet hat, diesen Erfolg zu haben, den sie heute hat. Ganz genau. Ja, und kaum zu glauben, die ist erst 24 Jahre alt und kündigt uns mit diesem Track ihr drittes Studioalbum an. Wow. Produziert wurde der Track von Sophie. Der ist auch Produzent gewesen von ihrer Vroom Vroom EP. Und ja, auf dem neuen Album finden wir noch ein paar andere Tracks von ihm. And these devils, they keep on talking to me. They screaming, open the bottle. I wanna be at peace. My hand is gripping that throttle. I'm running out of speed. Try to close my eyes. Hier haben wir wohl den emotionalsten Song dieser Woche. Den brachte Macklemore mit Drug Dealer gemeinsam mit Ariana DeBoo. Macklemore ist ja bekannt dafür, sich in seinen Songs mit tiefgängigen und oft sehr persönlichen Themen zu beschäftigen. Für seine neue Single Drug Dealer setzte er sich mit seiner eigenen tragischen Vergangenheit auseinander. Bereits in früheren Songs wie Other Side oder Starting Over behandelte er seine Drogen- und Alkoholsucht. Hier in dem Video sieht man Macklemore in einem Hotelzimmer mit den Folgen der Abhängigkeit kämpfen. Er schwitzt, er zittert, er übergibt sich. Gleichzeitig kritisiert er das Gesundheitssystem, das seiner Meinung nach immer mehr Süchtige produziert. In der Hook singt Ariana DeBoo: Mein Drogendealer war ein Arzt, seine Quelle waren große Pharmaunternehmen. Er sagte, er würde mich heilen, doch er hat mir nur Probleme gemacht. Ich glaube, er versucht mich umzubringen für einen Dollar. Macklemores Meinung nach ist die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pharmaunternehmen die Wurzel des Übels. Für Geld würden sie es in Kauf nehmen, dass Patienten abhängig werden oder sogar an Medikamentenmissbrauch sterben. In diesem Instagram-Post bedankt er sich, dass so viele gute Reaktionen kamen auf diesen Songs. Denn er selber ist seit 8 Jahren clean und damals war es schon eine große Überwindung für ihn, über dieses Problem zu reden. Aber ja, Hut ab, Macklemore, ich bin auf deiner Seite. Und jetzt kommen wir zu einem heißen Thema der Woche. Und zwar, wer steckt hinter der Frontsängerin von Terror Junior? Die meisten Vermutungen zielen auf Kylie Jenner. Ja genau, die Kylie Jenner aus dem Kardashian-Clan. Okay, wo soll ich jetzt genau anfangen? Erstens, dieses Jahr launchte Kylie Jenner ihre neue Kosmetiklinie, und zwar ihre Lipglosse. Und in dem Video sieht man, wie sie ihr Produkt platziert, aber man hört auch einen Track. Und der Track ist von Terror Junior. Und vorher, bevor man diesen Song gehört hat, kannte man die Band gar nicht. Es gibt keine einzige Auskopplung von dieser Band. Zweitens hat Kylie Jenner dieses Jahr ein Interview gegeben, wo sie meinte, 2016 ist das Realisierungsjahr für sie. Aha. Und drittens, ratet mal, wen es erst seit 2016 gibt. Ganz genau, Terror Junior gibt es erst seit 2016. Das kann man überall nachgoogeln, gegründet 2016. Und viertens, der Twitter-Account, ja, von Terror Junior folgt nur einem einzigen Account. Und zwar wen? Nur Kylie Jenner, ja? Also, wenn das mal nichts ist. Und fünftens, hinter dem Junior, also JR, könnte man ja auch einen Jenner vermuten. Kylie Jenner. Also, ich sag ja nichts. Also, ja, aber wiederum, guckt euch mal genau die Fingernägel an von dieser Frau hier auf dem Cover. Sind halt nicht gemacht und die hatte wahrscheinlich keine Zeit fürs Nagelstudio und das ist jetzt nicht wirklich Kylie Jenner-Style. Also, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Aber Kylie Jenner hin oder her, durch sie wurde die Band erst bekannt. Und ja, wer dahinter steckt, kann uns egal sein, denn die EP Bon City ist richtig gut geworden. Ich habe auch einen Lieblingstrack und zwar heißt der 3 Strikes. Und ja, haut den auf jeden Fall mal auf eure Ohren, der ist echt cool.
Unsere Newcomerin der Woche ist Betsy. Hier sehen wir ihr Video zu Lost and Found. In dem Song beschreibt sie das Gefühl, sich in der Liebe zu verlieren und sich dann wieder selbst zu finden. Betsy kam über ein Modedesign-Studium zur Musik und erinnert seither mit ihrer kraftvollen Stimme an Größen wie Cher oder Annie Lennox. Stark zeigt sie sich auch hier im Video. Sie erklärt uns den Sprung von Abhängigkeit zum Freisein. Nach Jahren taucht der Ex wieder auf und verschwindet auch schon wieder. Und man denkt, dass sie das alles selber erlebt hat. Denn in der nächsten Szene sieht man sie auch schon mit einer Brechstange auf Sachen einkloppen. Und ja, ich glaub dir alle Male, liebe Betsy, denn heute kommt auch schon dein neuer Track raus, Wanted More. Und da will sie ja noch mehr wahrscheinlich, als Leute mit einer Brechstange auf den Kopf hauen. Jetzt geht's auf nach Paris. Und zwar verlosen wir 2 Konzerttickets für Green Day in der Stadt der Liebe. Und dazu übernehmen wir noch die Anreise und noch die Abreise und dann auch noch die Unterkunft. Ja. Und um das zu gewinnen, gehst du einfach auf warner.de/Gewinnspiele und mit ein wenig Glück bist du in Paris. Kommen wir jetzt zum Tourtipp der Woche. Wer dachte, dass Linkin Park bereits schon mal Headliner war fürs Hurricane und Southside Festival, der hat falsch gedacht. Denn 2017 ist es das allererste Mal so weit. Die Jungs werden sich so richtig was einfallen lassen und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und wenn ihr heute Abend noch feiern gehen wollt, dann checkt auf jeden Fall unsere Party Stardust Playlist aus. Wir sehen uns auch schon nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Vero.